Hallo liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrersports und willkommen zurück zu World of Tanks. Ja, ganz kurz, es wurde sich Jagdpanzer 2 gewünscht, dann fahre ich halt Jagdpanzer 2, ganz einfach. Und ich habe mir noch Verstärkung geholt mit dem Olli. Hi Olli. Hallo. Und der Olli hat keinen Jagdpanzer 2, der hat aber noch was anderes, was auch dicke Löcher macht, nämlich seine ISO 152, die macht glaube ich sogar noch dickere Löcher als mein Jagdpanzer 2. Glaube ich zumindest. Was hast du für Alpha-Schaden auf dem Ding? 750. Okay, warum sehe ich das jetzt hier nicht? Achso, muss ich. Hä? Hallo? Warum zeigt er das mir nicht? Achso, weil ich schon bereit bin. Hm. Schlaumeier. Ja, ich habe 490. Also, es ist glaube ich sogar die E75-Kanone, weil 246 Pen und 490 Alpha ist glaube ich die Werte vom E75. Aber nicht lange schnacken. Wie bitte? Kann sein. Ja, wir gehen einfach mal ins Gefecht und gucken, was wir so reißen. Juhey, wir sind auf Enz gelandet. Da freuen sich alle, weiß ich nicht, meine Zellen. Also es dürfte ja mittlerweile bekannt sein, dass ich diese Karte nicht mag. Diese Map ist auch absolut kacke, außer mit dem Heavy. Und selbst mit dem Heavy ist es semi-produktiv. Naja, du stehst dann auch noch mitten in der Stadt rum und... Ach, guck mal! Naja, jetzt bin ich ja mal gespannt. Bin offen. Er trifft mich natürlich. Das ist so herrlich. Ich stehe hier irgendwie in einem Haus drin und er trifft natürlich. Wo hat er mich denn getroffen? Ah ja, da ist ein Bulldog. Und ein Jagdtiger. Jagdtiger sehe ich nicht. Ja, ohne Spot ist natürlich trotzdem blöd hier, weil so weit kann ich nicht. Also könnte ich theoretischerweise gucken, aber der Bulldog. Ja! Ja, so, ich. Diebe? Ja. Wie treffen die denn? Der trifft die Wanne. Nee, ist klar. Und kommt an der Wanne auch noch durch. Kriegst die Tür nicht zu, ey. Kriegst die Tür nicht zu. Nein, verdammt. Oh, Jagdtiger, das gibt jetzt Rache. Sehr schön. Nee. Ja, der Leopard muss ich halt hier hin quetschen und mich noch wegdotzen. Okay, genug geraged. Konzentration, T57. Kanone. Gekettet. Ich bounce. Eieieiei, das ist genauso wie das hier mit dem Super. Dass ich an der unteren Wanne vom Superflaschen mit der ISO dreimal gebounced bin. Das ist. Irre. Okay, der Leo hat's eingesehen und verkrümelt sich jetzt von hier. Da hinten dürfte jetzt außer der T57 nichts weiter stehen. Und ich glaube, ja, der zieht sich auch woanders hin. Und der. Wow! 8er Nuller. Mehr sage ich nicht. 8er Nuller. Kommt der T57 schon nochmal? Ich wollte gerade rüberfahren, den 113er zu holen. Nee, der bleibt an der Ecke stehen. Ich guck mal, dass ich den 113er irgendwie kriege. Der T110 ist aber auch so kackenblöd und lässt sie nicht kommen. Naja. Och, rein natürlich ab. Geh dabei auf. Schlecht. Ach, T110. Ja, mohin. Ari hat auf mich geschossen, hat aber nicht getroffen. Ich glaube, jetzt sterbe ich. Ja, bin tot. Boah, der Killshot ist natürlich wieder so mega low wall. Ich habe 2500 Schaden, ist okay. Dafür, dass ich im Prinzip am Anfang des Gefechtes schon direkt One-Shot war. Der low wall gerade, der hat mir halt gerade so ziemlich das Leben versaut. Weißt du, der T110 wäre weg gewesen. Naja. Das ist dumm.
Und tschüss. Und schon wieder ein Autoloader. Ja. Und wir verlieren schon wieder Haut hoch. Aber immerhin. Ich wurde jetzt die letzten drei Gefechte hintereinander vom Autoloader gekillt. Wie viel Schaden hast du gemacht? 2,9. Mehr als ich. Fast 3. Aber was soll man sagen? Endskalt, ne? Solchen Map. So. Ja, naja. Oh. Also, ich will mal nichts sagen, ne? Die zwei Besten, ey. Der Leo war noch im Schaden noch besser, aber das war halt ein 10er, deswegen Null. Kriegen wir die meisten Null. Punkte. Oh, Null. Traurig. Also, T34, IS-8, beide 0 Schaden, wie geht denn das? Der andere T34 hat nur einmal geschossen. Finster, finster, finster ist das. Gut, wir versuchen es einfach nochmal. Vielleicht kriegen wir noch ein Sieggefecht hin. Legen wir los. Ich wieder auf G9. G9. Okay. Ja, G wie Gustav. Yep. Ich stelle mich mal hier. Ich versuche gerade mal das nachzumachen, was ich in dem Gastreplay, was ich heute gemacht, produziert habe, gesehen habe. Das war allerdings ein Scout. Keine Ahnung, ob das mit dem TD auch gut geht. Aber derjenige hat sich hier hingestellt. Stony 9 hieß er, glaube ich. Vom Aikaramba-Clan. Guck mal, da ist schon was. Ich muss bloß treffen, ich Depp. Ich Depp. Ja. Oh, das war's wohl. Hier kommt nichts weiter. Na, vielleicht macht der Rudi was auf. Oh, schön, schön, den Kometen abgefackelt. Erstmal zum Beginn des Gefechts ein Tausender Hit ausgeteilt. Es fängt doch schon an, Spaß zu machen. Ich komm mal hier die Straße rein. Allerdings habe ich kein Schussfeld auf den. Okay, ja, so geht's auch. Da ist bloß noch ein Easy 2, aber der wird höchstwahrscheinlich. Ach nee, guck mal, da ist noch ein Arm. Shot. Komm noch mal vor, Easy 8. Nee, das ist ein Easy 2, das ist ein Jumbo. Achso. Heißen die Jumbo? Easy 2 musste, glaube ich, Jumbo sein. Komm ich nicht drauf. Naja, dann machen wir hier mal YOLO, YOLO drauf. Bereit zu feuern. Danke. Fahrzeug ausgeschaltet. Da ist die Ari. Ich hab gleich nachgeladen, 2 Sekunden. Wo bleibst du denn? Ich komme. Ja, ich will dir den Easy Tour erlassen, du musst bloß mal. Ah, jetzt ja. Dum, 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 dum. Guck mal, der hat Angst. Da ist die nächste Ari. Wo steht die denn? Und tschüss. Oh, daneben. Die steht hin. Oh. Oh, 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 die zieht auf mich. Oh, oh. Da ist noch eine Ari. Die andere hat auf mich geschossen. Spiegel getroffen. Wir haben sie böse. Oh, und der anderen habe ich bloß die Kette gezogen. So ein Shit. Sehr gut. Das ist schon mal gut. Die GW Panda macht eine böse Aua. Und die Lorraine ist irgendwie, der habe ich, glaube ich, bloß die Kette gezogen. Und dann ist sie zugegangen. Und dann überlebst du. Ja, ich brauche noch einen Kill, stimmt. Und überleben dabei, bitte. Ja, ich gebe mir Mühe. So. Fang schon mal an zu kippen. Jetzt lass mal mein Scherenfernrohr angehen. Hoffentlich geht die Ari dann auf. Nein, tut sie nicht. Shit, die ist bestimmt abgehauen. Versteck mich hier mal. Ich gehe, ich kapp jetzt mit. Was anderes nützt ja nichts. Versuch noch einen Kill zu machen. Ja, wie denn? Irgendwie. Warte, hier, ich hab... Shit, ich bin offen. Der Pershing hat mich aufgemacht, wie geht denn das? Mach einen Kill. Los, schnell. Ja! Daneben! Kill it with fire! Immer diese Killgeilheit. So, Tiger 1, ich ziel. Erwischt! Jetzt überlebt.
Überleb nur noch. Ich bin dabei. 4 Sekunden. Oh. Jetzt kommt bestimmt die Arie, macht Boom. Nee, sehr geil. Geil, geil, geil. Nice. Also ich bin ja letztens schon mal in einem E25. Das Video habe ich, glaube ich, noch nicht gebracht, aber da bin ich wegen Killgeilheit dann am Ende noch gestorben. Nee, Quatsch, das war nicht im E25. Ein E25 hat mich gekillt. Ja, dritte Klasse, okay. Das war jetzt irgendwie so von den Grundwerten her nicht so pralle. Oh, schon wieder der Beste. Ups. Ich habe gerade mal 907 Schaden gemacht, aber 3 Kills. So richtig schönes Kill-Abstauben war das jetzt hier gerade. 9600 Geld plus und Dreifachsieg 2856 XP. Naja. Aber Waffenbrüder geholt. Ja, Waffenbrüder ist geil. Komm, wir machen noch eine. Okay. Ich will noch eine mit viel Schaden haben. Okay. Gut, wo sind wir jetzt hier? Wie heißt die Karte? Fjord oder Fjorde? Ich weiß nicht. Ist das eh stumm? Ich weiß es nicht. Ja, auch nicht. Tut mir leid. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Der Mörb weiß es bestimmt. Wenn er das Video sieht, wird er es bestimmt in die Kommentare schreiben. Erinnere mich mal, dass ich danach noch auf die ISO eine Dauertarnung drauf tue. Ja, der werte Herr. Schön mit Gold. Mm. Ja, die ISU bleibt in der Garage. Ah, der Jagdpanda 2 bei mir auch. Aber ich glaube, das ist, glaube ich, keine Goldtarnung, das ist mit Silber, aber ist ja egal. So, mal gucken, was der T54 uns da aufmacht. Hoffentlich was Schnuckliges. CDC wäre zum Beispiel geil. Ich lege mal die nächste HE ein. Oh, da hatte ich letztens ein richtig schönes Teamgefecht. Lauter Lights und ein CDC. ISO einfach mal HE durchgeladen. Ein 900er hinten nach dem anderen verteilt. Hm, das macht Spaß. Das war schick. Aber da kommt noch nichts. Achtung, ich pick up. Oh ja, noch steht ja nichts dort. Pass auf, da ist ein T69 schon mal offen gewesen. Weiß, auf den habe ich sie abgesehen. Naja, noch kannst du das machen, wenn dann oben bei dem T54 was aufgeht, dann rotzen die alle schön in die Seite. Oh, T30. Was ist denn hier los? Oh shit. Oh. Kann man machen. Kann man machen. Das war wieder ein Schicker. Oh, das war mal ein Highwall. Oh. Der ging irgendwo hin. Da oben ist der CDC. Oh, da oben ist der CDC. Geil, 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 geil. Komm her, komm her, komm her. Ich hatte gestern den Lowwall des Tages mit 560. Oh, das ist echt bitter. Ah, der CDC traut sich nicht, der ist alleine. Hm. Komm, ich hab HE geladen, mein Freund. Geh einmal gucken. Ah, die Ari macht Blindshots hier in die gefallenen Bäume. T34. Da ist der CDC, komm. Ja, ich seh ihn. Da ist der T30. Das war HE in den CDC, geil. Wie viel waren's? Das war nicht mal so viel, 694. Ja, ist aber auch. Aber was mache ich denn überhaupt mit HE? 630 im Schnitt, also es war schon ein High-Roll. Von daher. So, das stehen, da drüben steht aber so eine ISO, die ist natürlich nicht so cool. Und wir haben unseren T4. Ah, der T55 war rot, okay. Komm, ich brauche noch Damage. Der T34 fährt durch. Oh, das war ein Böse. Komm ich leider nicht ran, ist ein Haus im Weg. Shit. Der T69 traut sich. Oh, das ist ein T34. Ja, sag ich ja, der ist durch. Oh, verdammt, ich bin hier offen. Autsch, da drüben steht ein WT. Bei der ISU? Yep. Okay, der kommt zurück. Oh, hoffentlich geht er nochmal auf. Oh, Borsig, ganz toll. Borsig, du bist der größte Held auf in diesem Match. Blöde Isu. Wir hatten nämlich gerade aufgemacht, ey. Naja. So, Ari hat mich getroffen. Oh, dieser Borsig. Fährt mir genau ins Schussfeld. Ha ha ha.
So, liebe Leute, das macht man nämlich nicht. Jemanden ins Schutzfeld fahren. Ich glaube, das wird eine ganz gute Runde für dich und eine ziemliche Kackrunde für mich. Naja. Shit, ich bin halt hier auf dem Präsentierteller für die Ari. Das ist gerade mein Problem. Und die hat gleich wieder nachgeladen. Weil die Ari auf dich schießt. Logisch, wie immer. So. Oh, der hätte ja mal weg sein können. Okay. Das Problem ist, die ISU steht immer noch da oben. Pass auf, rechts steht der WT. Oh, ja. Wo sind sie hin? Mifi! Los, Armin! Da ging voll durch ihre Panzerung. Nice! Ich denke mal, damit hat er nicht gerechnet. Ich hab noch HE gleich drinne. Hat er gerade verschossen? Der ist, glaube ich, abgeprallt. Uh-oh. Ja, oh, oh, genau. Ha! Ha! Ja. Ja, die müssen cappen. Cappen ist die einzige Chance. Cap, cap. Ah, oh, der bohrt sich, da fällt er mir ins Schutzfeld, ey. Sei froh, dass du kein HE drin hattest. Ja. Das wäre ja die Krönung gewesen. Warum cappen die nicht? Jetzt cappen sie. Das sind Heavys, die sind nicht so schnell. Die standen doch schon die ganze Zeit da unten rum. Ja, die haben versucht, die Arti zu fangen. Warum schießen die ja? Was macht das? Macht der ST1? Ich guck mal wieder rüber zum T29. Ziemlich aussichtslos. Ja, ne, aber das ist eigentlich gut, was er macht, weil er höchstwahrscheinlich versucht, die Ari ihn noch zu holen und in der Zeit können die in aller Ruhe cappen. So. ST1, nicht stehen bleiben. Nicht stehen bleiben. Warum bleibt er stehen? Oh Gott. Nein. Na gut, immerhin die Ari fährt. Jetzt könnten wir sogar noch gewinnen. Das gewinnen wir. Wenn sie sich so knalldoof sind und rausfahren. Ja. 3700 Schaden. Plus nochmal 500 mit dem eigenen Team. Ja, war eine nicht so optimale Runde. Zweite Klasse, Wirkungsfeuer und Schläger. Wie viel habe ich denn noch Minus bekommen? 9, oh, 9000 für den Schuss auf den Borsig. Boah, das ist. Und nochmal vier Erfahrungspunkte abgezogen. Ach, sehr lustig, der Schaden, der Teamschaden zählt sogar noch auf meinen Gesamtschaden. Also ich habe über 4000 Schaden gemacht. jetzt gucke ich mal noch kurz. Ach, das waren zwei T69, das habe ich gar nicht mitbekommen. Okay. Na gut, da habe ich jetzt irgendwie nicht so viel kaputt gemacht. Bei dem CDC habe ich den Fahrer zerschossen und beim Waffenträger habe ich Kette, Geschütz, Funkgerät, also Kette und Geschütz, angeknackt, also das war nicht kaputt, aber dann nochmal Geschütz kaputt gemacht, Funkgerät kaputt gemacht, Kommandanten ausgeschaltet, Funker ausgeschaltet und Ladeschützen ausgeschaltet. Ich sehe schon, du hast eine kaputt gemacht. Ja, also auf solche Panzer lohnt es sich auf alle Fälle HE zu schießen. Und ich würde es auch jetzt sagen, wir belassen es mal dabei. Wir wollen unser Glück nicht herausfordern. Wir hatten jetzt zweimal doch Glück. Einmal auf Charkov in den Aris und jetzt, dass wir am Ende noch durch Captain gewonnen haben. Ich bedanke mich fürs Mitfahren, Olli. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Kein Problem. Auch wenn es eine ein bisschen Rage- und Dummschwätzer-Runde war, teilweise. Aber das ist egal. Wenn euch das Video oder die Matches gefallen haben, könnt ihr mir gerne ein Däumchen nach oben da lassen. Ihr könnt auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr so vom Jagdpanther haltet. Und ja, wir sehen uns. Wie bitte? Locher. Naja, du hast aber den größeren Locher eigentlich gerade dabei gehabt. Also ja. Jagdpanzer 2 ist halt auch mit seiner 10er-Kanone, also ist der richtig gemein. Der kann schon böse Sachen anrichten. Allerdings ist halt die Panzerung nicht ganz so stabil wie beim
fertig, glaube ich. Aber ich mag halt seine Mobilität. Das ist halt echt ganz cool bei dem Panzer. Ja. Naja, und wir sehen uns halt wieder zu einem der nächsten Videos, wie immer, hier bei mir auf dem Kanal. Vielleicht wieder mal mit dem Olli irgendwann oder mit Mr. Mürb oder wem auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer O'Hare.